Eine gemeinsame Sache ist der erste Olympia-Auftritt für zwei Tiroler Judo-Vorzeigedamen. Bernadette Graf und Katrin Unterwurzacher, beide wollen unbedingt eine Medaille ergattern. Beide haben ihrem Sport jahrelang alles untergeordnet und jetzt soll es in Rio die Belohnung geben. Das ist ihr zweites Wohnzimmer. Katrin Unterwurzacher und Bernadette Graf sind schon früh dem asiatischen Kampfsport verfallen. Hier im Judo-Zentrum haben sich beide kennengelernt. Damals war nicht so sehr das Talent als der unbedingte Siegeswille. Der hat sie eigentlich die ganzen Jahre geprägt. Der zeichnet einfach, wenn ein Kind schon so unbedingt gewinnen will. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, was du im Sport können und lernen musst, aufstehen, wenn du hinfliegst. Von Anfang an waren wir eigentlich immer schon Trainingspartner, weil wir uns gegenseitig gepusht haben, immer im Training waren. Und das macht auch unseren Erfolg aus, weil wir einfach immer jemanden gehabt haben, uns gegenseitig gestärkt haben und das war sehr wichtig. Wir haben gemeinsame Ziele, wir vergießen gemeinsam Tränen und Schweißen, wir kämpfen ums gleiche Ziel und das ist toll, wenn man die Träume eben teilen kann, wenn man einen Partner hat, der was immer mit dabei ist, der was, wo man sich gegenseitig im Training und auch beim Wettkampf pushen kann. Und wenn es mal bei einem gut läuft, ist die Partnerin da und wenn es mal bei einem schlecht läuft, kann man sich trotzdem auch immer unterstützen und ich glaube, das ist sehr wichtig und ohne die Kathi war ich sicher nicht da, jetzt, wo ich jetzt stehe. Beide sind mittlerweile hoch dekoriert, beide gehören zu den Weltbesten in ihren Gewichtsklassen. Und beide haben Humor. Gibt's überhaupt Unterschiede? Die wiegt ein bisschen mehr wie ich. Na, also wir haben schon relativ einen ähnlichen Kampfstil, aber natürlich gibt es Sachen, die sie besser kann wie ich und umgekehrt ist es genauso. Aber wir ergänzen uns relativ gut und können so auch voneinander sehr viel noch lernen. Also wenn sie auf der Matte steht, dann legt sie gescheit los. Da hat sie dann immer ihren bösen Blick. Also da will man ja am besten nicht so nahe kommen, bevor sie auf die Matten geht, wenn sie halt hochkonzentriert ist. Und na, also sie ist wirklich sehr fokussiert und eine richtige Kampfsau. Zwei junge Damen, ein gemeinsames Ziel. Etwas Verbindendes, etwas Gemeinsames. Wen wundert's? Das Motto für Olympia ist klar. Wir fahren dorthin, um beide eine Medaille zu machen. Es steht oft in der Zeitung, ja, wenn die eine Medaille macht, geht es bei der anderen nicht. Aber diesmal hoffentlich, dass es für uns beide klappt. Die sind sicher so gut und so stark, weil sie zu zweit sind. Und was selten ist bei der vielen Zeit, was sie zusammen sind, sie streiten überhaupt nie. Und so trifft man sich auch abseits der Matte. Katrin und Bernadette. Zwei wie Pech und Schwefel. Und das nach 15 gemeinsamen Jahren. Also wir machen alles, was halt Freundinnen miteinander machen. Ins Kino gehen, shoppen gehen, schwimmen gehen. Wir waren auch schon gemeinsam im Urlaub. Also alles dabei, was eben im alltäglichen Leben als Nichtsportler auch Platz hat. Ja, man kann schon sagen, dass wir ziemlich beste Freundinnen sind.